Und? Haben Sie sich die Frauen mal angeschaut, die Bilder? Ja, das sind super Barbies. Nach solchen Schnitten, da gibt er sich doch nicht mit einer Frau mit wie mit Simone ab. Also nicht ohne Hintergedanken. Flo, sag was. Das ist deine Ex-Freundinnen, ja? Ja, schon. Na, echt ganz schön hübsch. Ganz ehrlich, ich weiß, dass viele Männer mich hässlich finden, aber du, Flo. Mann, Simone. Warum bist du mit mir zusammen, Mann? Ich hab dir von diesen blöden Ex-Frauen nichts erzählt, weil ich nicht wollte, dass du dich mit denen vergleichst. Ich weiß, dass du da nicht mehr ganz schön Komplexe hast. Aber diese blöden Blondinen, die wollte ich so schnell wie möglich vergessen. Ja, natürlich. Simone, schau mal, das ist Melly. Die hat mich mit meinem besten Freund betrogen. Da war ich kurz auf einer Weiterbildung. Und diese Sandy, mit der dachte ich, es wäre die große Liebe. Und die hat mir alles vorgespielt. Und am Ende hat sie mich nur beklaut. Und mit Tanja war ich 2 Monate zusammen. Und alles war toll. Dann hat sie mich plötzlich verlassen, weil sie so einen komischen Medizinstudenten kennengelernt hat. Und meinte, ich bin ihr nicht mehr gut genug. Weißt du, auf so eine Frau kann ich echt verzichten. Glaub mir, ich will mit solchen Möchtegern-Mäuls nichts mehr zu tun haben. Die sind sich für alles zu schade. Mit denen kann man nichts Normales unternehmen oder sich zu unterhalten. Die sind einfach langweilig. Und ich will sowas echt nicht mehr haben. Wie haben Sie sich denn eigentlich kennengelernt? Wir haben uns im Chat kennengelernt. Und ich wusste erst gar nicht, wie Simone aussieht. Aber wir waren voll auf einer Wellenlänge. Und ja, sie wollte mir ewig keine Fotos schicken, aber es war mir eigentlich egal, wie sie aussieht. Sie war die erste Frau, die so sehr auf mich eingegangen ist. Tu doch nicht so brav. In so einem Chat, da sind doch nur Frauen, die einsam und frustriert sind. Wirklich, und das hast du eiskalt ausgenutzt und sich an Simone rangeschmissen. Was sie denken, ist mir egal. Mir auch. Also halt dich endlich aus unserem Leben raus. Noch weitere Fragen an den Zeugen? Kein. Bleibt der Herr Schlee genauso unvereidigt wie die Frau Kessler? Nehmen Sie bitte den Platz. Danke, Thorsten Hahn. Herr Hahn, guten Tag. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Ja. Sie wissen, dass erst Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. In Vorsorge, ich belege Sie, 55 StPO. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Ja. Sie heißen Thorsten Hahn, 21 Jahre alt, Sie wohnen in Düsseldorf, Sie sind ledig. Was machen Sie beruflich? Ich habe nur hin und wieder so ein paar Aushilfsjobs. Meine Ausbildung habe ich damals nicht fertig gemacht. Jetzt sind Sie der Sohn von Anke Kessler und damit der Stiefbruder der Angeklagten. Als Stiefbruder hat man allerdings kein Zeugnisverweigerungsrecht. Jetzt geht es bei Ihnen eigentlich um den Abend vor dem Abend, an dem dann die Kasse bei Ihrer Mutter ausgeräumt wurde und sie im Kühlhaus eingesperrt wurde. Da soll es zwischen Ihrer Mutter und Ihrer Stiefschwester einen Streit gegeben haben. Haben Sie davon was mitbekommen? Ja, natürlich, ich war ja mit dabei. Also ich habe ja eigentlich eine eigene Bude, aber ab und zu, da schaue ich schon bei meiner Mutter vorbei. Ich meine, in einer Familie, da hält man doch zusammen, oder? Dir geht's doch nur ums warme Essen. In deiner Schmuddel-WG, dann wärst du doch schon längst verhungert. Außer Ravioli, kalt aus der Dose, gibt's da doch gar nichts. Ey, dafür quatscht mich aber auch keiner so blöd an. Ey, ich weiß wirklich nicht, was ich bei dir falsch gemacht habe. Wirklich. Seit Jahren baust du nur Mist. Und du bekommst nichts auf die Reihe. Aber wirklich gar nichts. Und durchfüttern kann ich dich dann auch noch. Ich kann doch auch nichts dafür, dass mein Lehrbetrieb pleite geht. Aber der Betrieb musste schließen. Ja, natürlich. Hat sie schon wieder erzählt, ich hätte die Ausbildung geschmissen, oder was? Ja, geschmissen hast du sie nicht, aber der Löffler hat dir angeboten, die Ausbildung bei ihm zu Ende zu machen. Und du hast einfach abgelehnt. Ja, der Löffler, der beutet seine Leute nur aus. Alles muss man sich auch nicht gefallen lassen. Ach, das sind doch alles nur Ausreden. Du hast dich doch um null nichts Neues bemüht. Das stimmt doch gar nicht. Wie? Es stimmt nicht, dass er sich nicht um was Neues bemüht hat. Lass gut sein, Simone. Ist das jetzt peinlich, oder was? Was? Als ich das letzte Mal bei ihm war, lagen da bestimmt 5 Bewerbungen auf dem Schreibtisch. Echt jetzt? Ja, meine Güte, ich hatte keinen Bock mehr auf diese ganzen Gelegenheitsjobs. Ich wollte halt endlich was Richtiges lernen. Nee, wirklich, warum hast du denn nichts davon gesagt? Als ob dich das interessiert hätte. Für dich bin ich doch eh nur der Versager, den keiner einstellt. Was soll das denn jetzt? Ach, Anke, ist doch wahr. Seitdem er seinen Job verloren hat, hast du ihn nur runtergemacht. Und wie er sich dabei gefühlt hat, war dir scheißegal. Dir ist doch eh nur dein Laden wichtig und wie du möglichst viel Umsatz machen kannst. Na, hör mal. Also bitte, also wenn du so mit mir redest, dann brauchst du nicht mehr nach Hause zu kommen. Brauchst nicht mehr bei uns einziehen. Ist doch wahr. Jetzt mach mal langsam, Anke. Reden wir später drüber.
Also da bin ich jetzt ganz Ihrer Meinung. Ich glaube, solche Dinge sollten Sie wirklich besser nach der Verhandlung klären. Nach meiner Lehre ziehe ich eh mit Flo zusammen. Bei euch will ich gar nicht mehr einziehen. Ja, vielleicht können wir dann endlich mal zur Sache wieder zurückkehren, nämlich der Streit bei dem Abendessen. Erzählen Sie den doch mal. Ja, also Simone hat meine Mutter gefragt, ob sie ein bisschen Geld leihen kann. Und dann haben die beiden sich schon angeschrien. Ich meine, ich habe die Kleine noch nie so erlebt. Die Kleine ist ihre Stiefschwester. Ja, natürlich. Die ist eigentlich total harmoniebedürftig und wenn es mir Ärger gibt, dann frisst sie den in sich rein. Aber an dem Abend, da hat sie das erste Mal so richtig Zähne gezeigt. Ich meine, das liegt sowieso an Flo. Ich meine, seitdem sie ihn hat, ist sie total selbstbewusst geworden. Mal, die wollte sich Geld bei mir leihen. 500 Euro. 500. Nur um sie dann diesem Versager in den Rachen zu werfen. Jetzt schildern Sie uns doch mal, wie dieser Streit wirklich genau abgelaufen ist. Hm? Naja, also Simone wollte sich Geld ausleihen, aber meine Mutter hatte sich natürlich geweigert. Mhm. Und dann ging es eine Weile hin und her und Simone hatte sich irgendwann aufgeregt, dass sie doch in dem Laden eh kaum was verdiene und dass meine Mutter ruhig was leihen könnte. Also ja, ich habe mich mein Leben lang für mein Taschengeld abgerackert. Ganz ehrlich, andere Jugendliche kriegen das so. Aber meiner Mutter, der war das scheißegal. Die ist stinksauer in die Küche abgehauen. Und Ihre Stiefschwester? Na, die ist mit mir im Wohnzimmer geblieben. Und haben Sie da über den Streit geredet? Ja, also nicht wirklich. Ich meine, ich hatte ja selbst kaum Geld, verstehen Sie? Ja. Ich hätte ihr sonst schon was geliehen. Haben Sie sie denn gefragt, wofür sie 500 Euro braucht? Ja, doch schon, aber sie hat nur gesagt, dass sie es total gemein fände, dass meine Mutter ihr nicht helfen wollte. Und ich meine, dass du bei ihr abblitzt, das hätte ich dir auch gleich sagen können. Hat Ihre Stiefschwester irgendwie erklärt nach dieser Abfuhr, wie sie sich sonst Geld beschaffen will? Das Problem hat sich ja nicht in Luft aufgelöst. Sie hat ihr nur gesagt, dass sie sich das Geld schon beschaffen würde und dass meine Mutter das bereuen wird. Hat sie das genau so gesagt? Ja, sie war jetzt sauer. Sie haben da schon den Plan gefasst, sich am nächsten Tag aus der Tageskasse zu bedienen. Nein. Nein? Nein. Wie ist denn das sonst zu verstehen? Sie wollten sich das Geld schon beschaffen. Wenn ich das gesagt habe, dann habe ich das bestimmt nicht in Bezug auf die Kasse gesagt. Und ganz ehrlich, wenn ich wirklich vorgehabt hätte, in den Laden einzubrechen, dann wäre Thorsten bestimmt der Letzte, dem ich es erzählt hätte. Ja, hör mal, du warst eine Stunde allein im Laden. Die Kasse, das Geld, das musste ich doch förmlich angestarrt haben. Und du wolltest dir auch die Konzertkarten kaufen. Und zwar Ihrem Freund, dem Florian Schlee. Und damit sind wir mal beim Thema. Welchen Eindruck haben Sie denn von dem Florian Schlee? Naja, also ich glaube auch nicht, dass der echt auf Sie steht. Also. Florian liebt mich. Der ist doch nur scharf auf das Zeug, das er von dir kriegt. Ey, hallo, ich liebe sie, Mann. Okay? Mir ist das eigentlich auch total egal. Ich meine, immerhin ist sie 19 Jahre alt und sie hatte seit Jahren keinen Freund. Ja, hör mal, findest du das etwa auch noch gut, dass er sie ausnutzt? Wissen Sie, wenigstens hat sie jetzt mal jemanden, mit dem sie ein bisschen Spaß haben kann. Hier geht's doch nicht um Spaß. Naja, wissen Sie, seit Simone mit Flo zusammen ist, ist sie total glücklich. Und ich meine, wenn sie für ihn bezahlen muss, meine Güte, unterm Strich kommt sie wahrscheinlich noch ganz gut. Oh, darf der sowas sagen? Nein, darf er wahrscheinlich nicht sagen. Ich habe es noch keinen Grund, hier handgreiflich zu werden. Tut mir leid, aber ich liebe Simone und ich hab's langsam satt. Ich kann's nicht mehr hören, dass hier andauernd alle nicht glauben, dass ich sie wirklich liebe und dass wir eine richtige Beziehung haben. Ganz ehrlich, ich kann das auch nicht mehr hören. Kann sich denn überhaupt irgendjemand vorstellen, dass sich Florian einfach nur so für mich interessiert? Sorry, aber ich weiß mal, wie Kerle so ticken. Und außerdem, warum sollte ausgerechnet so eine Sahneschnitte auf Schweinchen Simone stehen? Nee, also jetzt machen Sie bitte mal einen Punkt. Das ist ja mehr als unschön, wie Sie hier über Ihre Stiefschwester sprechen. Ich denke, Sie sollten sie, wenn, dann wirklich eher ein bisschen unterstützen, als sie auch noch fertig zu machen, oder? Ja, Entschuldigung, ich meine, ich habe nur wiederholt, wie sie früher von der ganzen Schule genannt worden war, wegen ihrem Gesicht und der Nase und so. Ich kann das nicht mehr hören. Erst war sie Schweinchen Simone und später dann die eiserne Jungfrau. Es reicht jetzt wirklich, bitte. Ey, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Musst du das jetzt alles unter die Nase reiben? Du bist echt so ein... Ich habe doch nie behauptet, dass ich das gut gefunden habe. Ich mag Simone. Ich wollte damit ja nur sagen, dass sich Jungs noch nie mit ihr abgegeben haben. Also erzähl du mir nicht, dass du echt auf sie stehst. Doch, tue ich aber. Ich liebe Simone. Und ich bin nicht so ein Oberflächlicher wie die anderen. Simone ist ein ehrlicher und lieber Mensch. Sie würde mich niemals im Stich lassen. Danke, Flo. Ganz ehrlich, ich habe meine Vergangenheit und diese ganzen blöden Hänseleien hinter mir gelassen. Ich stehe jetzt zu meinem Körper. Echt, ne? Und deswegen liebe ich dich. Herr Hahn, ich möchte mal auf was ganz anderes zurückkommen. Auf Ihre Lebensumstände.
Erzählen Sie uns bitte mal, wovon Sie im Moment Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Habe ich doch schon gesagt. Ich jobbe hier und da und bekomme ein bisschen Geld vom Amt. Also, dann darf ich wohl festhalten, dass Sie keine großen Sprünge mit dem Geld vom Amt machen können. Ich habe es wenigstens nicht nötig, meine Mutter anzubetteln. Früher haben Sie ab und zu mal in dem Blumenladen Ihrer Mutter gearbeitet. Ja, stimmt das? Bevor Simone den Job übernommen hatte. Hatten Sie damals auch einen Schlüssel für den Laden? Ja, aber den habe ich meiner Mutter zurückgegeben. Es dürfte ja noch nicht schwierig sein, sich einen neuen Schlüssel machen zu lassen, oder? So schlau sind Sie doch. Wieso soll ich das denn bitte getan haben? Ich wollte mit diesem Laden nichts mehr zu tun haben. Bei meiner Mutter, der konnte ich doch eh nie irgendwas recht machen. Du warst auch eine Enttäuschung auf der ganzen Linie. Unter einer Aushilfe, da stelle ich mir aber was anderes vor. Ein Glück für dich, dass dann plötzlich eine Stieftochter kam. Das klingt fast so, als hätte sich da einiges an Frust aufgestaut bei Ihnen. War denn Ihr Verhältnis mit Ihrer Mutter vor Ihrer Ehe mit dem Herrn Kessler besser? Ja, aber ist ja auch egal. Ja, langsam. Wie war das denn damals, als das Verhältnis zu Ihrer Mutter plötzlich kippte, weil da die neue Stieftochter war, die auf einmal viel, viel besser zu sein schien? Wie soll das denn schon gewesen sein? Ich denke, dass Sie damals ja verletzt waren, oder? Dann hatten Sie die Lehrstelle verloren, kein Geld mehr. Ich sag doch, ich komme über die Runden. Ja, die Frage ist nur wie, Herr Hahn. Die Frage ist, wie kommen Sie über die Runden? Und ich kann Ihnen sagen, was ich glaube. Ich glaube, Sie sind in den Blumenladen eingestiegen. Nein, das war ich nicht. Selbst bedient. Wo waren Sie denn an dem Samstagabend? Bei mir zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Nein, leider nicht. Mein Mitbewohner war nicht da. Also, darf ich mich mal einschalten? Es deutet nichts, aber auch gar nichts darauf hin, dass der Herr Hahn mit diesem Diebstahl etwas zu tun hat. Sämtliche Spuren und Indizien gehen nur in eine Richtung. In Richtung Ihrer Mandantin. Indizien vielleicht, Spuren haben wir ja schon gehört. Waren nicht allzu viele da, Herr Staatsanwalt, oder? Weitere Fragen an den Zeugen? Keine. Dann bleiben Sie unvereidigt. Danke, nehmen bitte den Platz. Luisa Küttlich, bitte. Frau Güttlich, guten Tag. Kommen Sie bitte nach vorne, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass man als Zeugen vor Gericht die Wahrheit sagen muss und wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Luisa Güttlich, 20 Jahre alt, Sie wohnen in Düsseldorf, Sie sind ledige Floristin, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Sie haben aber an dem Tag, an dem dann abends die Kasse leergeräumt wurde, gemeinsam mit der Angeklagten in einem Blumenladen gearbeitet. Ja, wann sind Sie nach Hause gegangen? Also es war Punkt 6 Uhr, gleich als wir den Laden geschlossen haben. Läuft das immer so, dass Sie dann direkt heimgehen? Ja, nee, eigentlich nicht. Also wir räumen danach immer noch zusammen auf. Das dauert dann ungefähr noch mal eine halbe Stunde. Und wieso sind Sie diesmal früher gegangen? Ja, Simone hat gemeint, dass sie halt alleine aufräumt. Ja, es ist öfter so, dass Sie früher gehen. Nein, es war das erste Mal. Mhm. Ja, haben Sie sie darum gebeten, dass Sie früher heim durften? Nee, sie hat es mir angeboten, dass sie es macht. Und zwar ohne bösen Hintergedanken. Wieso haben Sie denn sie weggeschickt, wenn nicht um freie Bahn zu haben? Weil Luisa mir erzählt hat, dass sie an dem Abend noch auf eine Party will und sich vorher mit ihren Freundinnen trifft, um sich zu stylen. Mhm. Ja, wenn sie bis zum Schluss da geblieben wäre, wäre sie zu spät gekommen und hätte es nicht pünktlich geschafft. Und da ich eh an dem Tag nichts weiter vorhatte, habe ich gesagt, sie kann gehen und ich mache den Rest. Das war echt so nett von Simone. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, ich glaube wirklich nicht, dass sie irgendwas mit dem Vorfall zu tun hat. Ach, und Sie können das beurteilen, ja? Dass sie nichts damit zu tun hat? Oder ja, wie? Ich meine, ich kenne sie ja ein bisschen. Ich meine, sie ist immer total zuverlässig, ja? Und einmal sogar hat sie mir ganz schön aus der Klemme geholfen. Ich habe nämlich aus Versehen mal einem Kunden zu viel Rückgeld gegeben. Naja, mir war das echt super peinlich. Und da hat Simone natürlich gleich ihr Portemonnaie gezückt und hat von sich aus das Geld in die Kasse dann getan, das Fehlende, dass sie eben wieder stimmt. Ja, sie ist total korrekt, wenn es in die Hinsicht geht. Aber sie würde auch niemals irgendwie Blumen oder so mitnehmen, selbst wenn die schon ein paar Tage alt sind. Da war Simone echt eisern, im Gegensatz zu ihrem Bruder. Der hatte sich ja dann schon öfters mal gern bei den Blumen bedient. So ein Blödsinn. Ja, und warum behauptet Luisa dann sowas? Keine Ahnung. Ich habe doch eh nur ein paar Mal im Laden ausgeholfen. Wann hätte ich mich denn schon bedienen sollen? Wie kommen Sie denn darauf, dass der Hahn sich da bedient hat? Naja, also bevor ich bei Frau Kessler gearbeitet habe, ich habe eben eine Freundin, die war mal für ein paar Monate mit Thorsten zusammen und sie hat eben gemeint, dass er ihr doch öfters mal Blumen geschenkt hat. Ja und? Ist ja nicht verboten, oder? Hast du die in meinem Laden mitgehen lassen? Nein, natürlich nicht. Die habe ich aus einem anderen Blumenladen gekauft. Die habe ich ganz normal bezahlt. Das glaube ich jetzt aber nicht. Ich meine, einmal habe ich sogar die Blumen gesehen und das war ein riesengroßer Strauß roter Rosen. Aber ich verstehe nicht ganz, was dann dagegen spricht, dass der Herr Hahn die Blumen anderswo ganz normal bezahlt hat.
Ja, es war noch die Folie dran. Und nicht die Folie von den Blumenläden, sondern die Folie von dem Großmarkt. Naja, ich meine, meine Freundin hat es natürlich nicht kapiert, aber ich habe sofort gesehen als Floristin, dass das nicht die richtige Folie ist. Ich meine, kein Blumenladen dieser Welt verkauft Sträuße in der Verpackung von den Großmärkten. Ja, aber das stimmt. Aber du hast dich bei mir im Lager bedient. Ja, hat denn hin und wieder mal was gefehlt? Ja, schon, aber ich habe nur mal gedacht, ein Kunde hat vielleicht was mitgehen lassen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass mein eigener Sohn mich bestiehlt. Mensch, jetzt tu doch nicht so empört. Wegen dir war ich doch erst so pleite. Wie bitte? Ja, wenn du mir den Job im Laden nicht weggenommen hättest, dann hätte ich mir deine Blumen auch nicht ausleihen müssen. Ausleihen nennst du das? Sie geben also zu, dass Sie Blumen aus dem Blumenladen Ihrer Mutter entwendet haben. Ihre Belehrungen gelten weiter. Ja, mein Gott, die paar Blumen. Ich habe damals eben nur Stütze bekommen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ja, zumindest sollte auch Stütze ausreichen, um nicht kriminell durchs Leben zu gehen, oder? Fast. Es reicht zum Überleben. Mehr nicht. Ja, aber das gibt dir aber doch noch lange nicht das Recht, deine Betthäschen damit zu versorgen. Können Sie noch ungefähr sagen, wann Sie den Blumenstrauß da bei Ihrer Freundin gesehen haben? Das war ungefähr im Frühjahr, im April, glaube ich. Ja, da hat Thorsten schon gar nicht mehr bei mir gearbeitet. Wie sind Sie denn dann da an die Blumen gekommen? Kann es sein, dass Sie doch noch einen Schlüssel hatten? Oder gar haben? Okay, ich habe den Schlüssel damals nachmachen lassen. Aber ich wollte halt einfach nur hin und wieder ein paar Blumen abgreifen. Die Mädels, die stehen auf sowas. Und dann erfahren Sie eines Abends, Herr Hahn, ganz zufällig, dass die Ladenkasse nach Ladenschluss anders als sonst im Laden verbleibt. Sie warten nur noch ab, bis Ihre Stiefschwester das Ladenlokal verlassen hat und täuschen dann den Einbruch vor. Nein, das war ich nicht. Natürlich waren Sie's. Nein. Sie hatten Geldsorgen, Herr Hahn. Woher wollen Sie das denn bitte wissen? Lebenserfahrung? Nennen Sie mich wollen. Ich weiß es. Ich war Anfang Januar bei Thorsten zu Hause und da hatte der ein paar Kontoauszüge auf dem Tisch liegen und ich habe mal drauf geguckt. Ey, Thorsten, du warst voll im Minus. Das kann nicht sein. Du hattest einen guten Job bei der Baufirma gehabt. Die haben gut bezahlt. Hattest du den Job wirklich? Ey, kannst du mich jetzt bitte endlich mal in Ruhe lassen? Hahn, wir können Ihre finanzielle Situation jederzeit überprüfen lassen. Richtig. Also gib's doch einfach zu, Mann. Lass ist nicht so schlimm. Mich in Ruhe. Herr Hahn, Sie hatten Geldsorgen und Sie waren zu stolz, Ihre Mutter anzupumpen. Hm? Sie haben also gewartet, bis Ihre Stiefschwester aus dem Laden war, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, und haben dann diesen Einbruch vorgetäuscht und haben diese 3.200 Euro mitgenommen. Herr Hahn. War das so, Herr Hahn? Ey, Thorsten. Wenn du das wirklich warst, ey, ohne Scheiß, warum willst du das an mir anhängen? Ich hab dir nichts getan und ich bin bestimmt die Letzte, die was dafür kann, dass du dich mit deiner Mutter nicht mehr verstehst. Mensch, ich wollte dir doch nichts anhängen. Sie wollten nicht, dass Ihrer Stiefschwester was angehängt wird und haben deswegen die Tür beschädigt und einen Einbruch vorgetäuscht. Du warst das? Aber spätestens als Ihre Stiefschwester angeklagt wurde, da hätten Sie eingreifen müssen, oder? Ja. Ich weiß, aber... Ich hatte eben gehofft, dass es zur Verurteilung nicht reichen wird oder dass Simone nicht so schlimm bestraft würde. Hör mal, spinnst du? Du hast mir den Laden demoliert, die Kasse gestohlen, mich in den Kühlraum gesperrt und ich habe auch noch deinetwegen Simone rausgeschmissen. Mensch, ich wollte nicht, dass dir was passiert. Ich... Oh, verdammt, ich habe das Geld doch so dringend gebraucht. Ich war mit der Miete schon im Rückstand und bis zur nächsten Zahlung von der AG war es auch noch ewig hin. Ich dachte eben, die Versicherung kommt für die Schulden auf. Wissen Sie, wer für den Schaden aufkommt? Sie. Tja, darauf können Sie sich einstellen. Weitere Fragen erübrigen sich gerne an. Die Frau Gütlich bleibt unvereidigt. Herzlichen Dank. Auch der Hahn bleibt unvereidigt. Sie dürfen den Platz nehmen. Dankeschön. Der Auszug muss dann gar nicht verlesen werden. Nein, nehme ich mal an. Herr Hoppe, auch auf Ihren Jugendgerichtsbericht können wir, denke ich, verzichten. Weitere Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Als Gerichter Verteidiger, Frau Angeklagte Kessler, so muss ich sagen, Sie sind natürlich in vollem Umfang nach der hier durchgeführten Beweisaufnahme freizusprechen. Die gleiche Anklage, die Sie hier bekommen haben und von der Sie, darf ich sagen, Gott sei Dank befreit werden konnten, die wird Sie, Herr Hahn, treffen, und zwar in kürzester Zeit. Das kann ich Ihnen versichern. Ich beantrage abschließend die Angeklagte auf Kosten der Staatskasse freizusprechen. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Frau Kessler, eine Mutter wie Sie habe ich selten getroffen. Da muss ich Ihnen wirklich ein Kompliment aussprechen. Und wenn Sie noch ein bisschen weitermachen,
werden Sie in ein paar Jahren ohne Kinder dastehen, denn die wollen mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Selbst wenn Ihr Sohn verschuldet arbeitslos werden würde oder geworden wäre, finde ich es doch anmaßend, wenn er dann am Wochenende zu Ihnen nach Hause kommt, zu sagen, da kommt der Schmarotzer wieder und frisst sich voll. Mit Ihnen wollte ich als Sohn nichts zu tun haben. Meine Mandantin ist frei zu sprechen. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Frau Kessler als Angeklagte, können Sie auch noch was sagen? Sie haben das letzte Wort. Ja. Florian hat die ganze Zeit über zu mir gehalten. Im Gegensatz zu dir. Denk mal drüber nach. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Simone Kessler wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Frau Kessler, nicht nur, weil Sie Floristin sind, sage ich es mal durch die Blume, sondern auch, weil mein Urteil, wenn ich es ganz offen aussprechen würde, vielleicht nicht ganz so gehässig, wie Ihr es wäre, aber genauso hart, wie Ihr Urteil über Ihren Sohn und über Ihre Stieftochter. Also durch die Blume gesagt, Mutterliebe sieht anders aus. Und es ist doch tatsächlich so, wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Das kann sicherlich kein Rechtfertigungsgrund sein für den Einbruch Ihres Sohnes, Thorsten Hahn. Und Sie werden sich natürlich dafür verantworten müssen. Und Sie sind natürlich folgerichtig dann freizusprechen, ganz klar. Ich glaube, Sie waren ein bisschen zu gutmütig, Ihr Stiefmutter gegenüber, wenn Sie dafür 20 Euro gearbeitet haben, das haben Sie nun wirklich nicht nötig. Zumal Sie heute gesehen haben, die kann sich zwar auf Sie verlassen, aber Sie können sich im Ernstfall nicht auf Ihre Stiefmutter verlassen. Vielleicht brauchen Sie aber auch in Zukunft ein bisschen weniger Geld, weil ich glaube, Sie müssen dem Florian wirklich keine Geschenke machen. Vielleicht war es ja auch tatsächlich so, dass Sie immer gedacht haben, wenn Sie ihn aushalten, können Sie am ersten halten. Spätestens heute merken Sie, der steht wirklich zu Ihnen und auf Sie. Ja? Und dann brauchen Sie vielleicht wirklich weniger Geld für ihn ausgeben. Dieses Wissen, dass Sie sich auf ihn verlassen können, vielleicht führt ja allein das schon dazu, dass daran Ihr Selbstbewusstsein wächst, ganz nebenbei. Aber meine Ansicht, verstecken müssen Sie sich wirklich nicht. Ja? So, und da haben wir mit dem Florian Schlee heute einen Mann erlebt, der ist verständnisvoll, der ist liebevoll, der ist ganz für Sie da, der ist nicht oberflächlich und der ist auch nicht an Äußerlichkeiten orientiert. Also ich komme heute geradezu vor, als wäre in diesem Sitzungssaal hier die Existenz des Yeti bewiesen worden. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Thorsten Hahn wurde wegen Raubes, Sachbeschädigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten mit Bewährung verurteilt.